Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bobo Crafting. Ich habe gute Laune, weil es gibt Custom Games und das macht Fun. Und es gibt neue Events, das macht auch Fun. Und ich habe einen Haufen Leute hier, mit denen ich spiele und einen, mit dem ich gerade nicht spiele. Mit dem ich nicht spiele, das ist Wauzirex, der steht außen vor. Hallo. Ayo. Aber spielen tue ich mit dem Joker 49. Der ist gemutet. Der ist gemutet. Sag ich Das Awkward Joker ist gemutet. Rex Hack Bro. Moment. Bra. Und den Smile. Hallo. Wird den Toast Crafter. Hallo. Wir spielen heute Competitive, aber zuerst ganz kurze Sätze zu dem morgigen Patch. Custom Matches sind eigentlich schon draußen, trotzdem announcen die hier die richtig fett nochmal, schreiben sich das Thumbstick auf die Fahne, das finde ich gut. Haben ein neues Video rausgebracht, was wir uns jetzt hier nicht angucken. Haben auch noch ein paar Sachen verändert, wie zum Beispiel, dass man jetzt endlich die Clan-Widget und Friend-Widget vernünftig vernutzen kann mit Drag und Drop über diese Custom-Mode-UI, die übrigens noch ein bisschen Arbeit braucht, sowie auch Serverlisten und so weiter. Und öffentliche Custom-Matches müssen noch kommen, finde ich. Die sind, glaube ich, nicht geplant, soweit ich weiß, aber ich finde sie sehr notwendig. Man denkt an Warcraft 3, Starcraft und so, ne? Man sieht, was daraus entsteht. Es ist halt wichtig, dass wir sowas haben. Ja, dann haben sie natürlich Bugfixes, die eigentlich egal sind. Und das war eigentlich soweit der Patch. Dann haben wir noch ein paar Events am Laufen. Wir, der Nia Clan. Und es hat sich vor allem Cypher ausgedacht. Und mit Unterstützung von FreeGem diesmal gibt es ein Artbot-Event, das ist das NE010-Event. Das heißt Nia-Event 10. Und es geht um Derpy Animals. Man muss Derpy Animals bauen. Smile hat, glaube ich, einen knurrenden Magen. Hör ich dir einen knurrenden Magen? Also, Nee, ich glaube, ich habe gerülpst. Sorry. okay, es ist auch was mit dem Magen zu tun. Liebe, geht durch den Magen. Also gut. ja, Derpy Animals bauen. Ich weiß gerade nicht die Rahmenbedingungen. Ich habe sie nicht im Kopf. Ich poste das einfach unten in die Description. Und ein anderes Event ist, dass Sheepreader hat zu einem Competitive Clan Battle aufgerufen. Jetzt, wo wir Custom Matches haben, können wir so ein Tournament durchziehen. Und Tournament halt mäßig zwei Teams immer gegeneinander antreten. Das Gewinnerteam geht weiter und das andere scheidet halt aus. Typisches Tournament. Und deswegen spiele ich auch jetzt gerade wieder ein bisschen aktiver, Competitive, weil ich da mitmachen möchte. Wir setzen wohl zwei Teams ein. Voraussichtlich, ne? Korrekt, zwei Teams. Also eins steht sicher fest, das zweite denke ich auch. Also je nachdem, ob dann wirklich alle mitmachen, weil ein paar habe ich noch nicht gesehen, aber das wird klappen, denke ich. Ja. Ja, ich bin ja jetzt im B-Team. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich kaum mehr eingeloggt bin in Robocraft. Verstehe ich Ja, auch. genau. Wir haben es nach Aktivität auch teilweise insortiert. Ich hoffe, das findet statt, weil jetzt hier, keine Ahnung, versuche ich meinen Robokraftmuskel wieder anzustrengen. Ihr seht es nicht, aber ich streng gerade meinen Arm richtig an und da ist auch ein kleiner Beule oben drauf zu sehen. Der muss halt noch größer werden Ganz wieder. klein. Tut mir leid, das ist nicht jugendfrei, was ich mir gedacht habe. Ja, Vossi, passt auf, dass ich nicht so lange rede. Ich bin auch schon tatsächlich jetzt in die Queue gegangen. Ich guck schon auf die Uhr, du. Fleißig, fleißig. Wir hatten eben auch ein paar Competitive-Spiele gehabt, die liefen alle sehr gut, muss ich sagen. Teilweise waren die Gegner uns stark unterlegen. Teilweise hatten wir richtig gute Matches. Ich denke, gegen Borg war einigermaßen spannend. Davor hatten wir noch gegen andere Leute. Wie hießen die nochmal? Du hast sie mit Namen gekannt. Black Cloud und noch andere waren dabei. North Kingdom und der zweite, fällt mir jetzt nicht ein, ne? Aber Jedenfalls North auch ein Kingdom war dabei. gemischtes Team eher, aber es war so 96 zu 100% gewonnen. Also wirklich schon knapp und spannend. Da gibt es natürlich den einen Typen, der bei sagte natürlich dann wieder Bad Game. Ne? Als ob so ein knappes Spiel dann ein schlechtes Spiel gewesen wäre. Ne? Er versteht den Ausdruck GG, Bad Game und so einfach nicht, was es bedeutet. Einfach nur, weil er unzufrieden ist. Es ist kein GG, Bad Game. GG. Weißt du? Ja, Wartezeiten sind ein bisschen krass, ne? Damit müssen wir überleben, ne?
Das liegt einfach daran, dass wir in einem 5er Platoon in League spielen wollen. Denn die werden uns jetzt so lange versuchen, mit einem anderen 5er Platoon zu matchen, bis sie einen 3er und einen 2er finden und so weiter. Und irgendwann kommen wir gegen Randoms, wenn es sich nicht zündet. Es ist eigentlich genauso, wie es vorher auch schon war. Robocraft leidet einfach so an der am Spielermangel. Na, jetzt noch mehr als vorher. Also durch die Custom Games eben, weil die Leute jetzt einfach nicht mehr in die Queue gehen, sondern ihr eigenes Spiel hosten. Ja, das ist ein Nebeneffekt der Custom Games. Definitiv ein Nebeneffekt der Custom Games auch. Ich finde trotzdem, Custom Games sind wichtig. Was das Spiel halt braucht, ist genug Spieler wieder. Wir haben halt ganz viel bei den Crates verloren und ganz viele auch bei anderen hier und da eher mittelguten oder schlechten Entscheidungen, die hier stattgefunden sind. Ich denke auch, das Buffgate war auch so ein Ding, wo tatsächlich Spieler gelieft sein könnten. Das wird sich zeigen später noch in der Steam-Chart. Aber da sind definitiv Leute abgesprungen. Und auch mich hat es ein bisschen demotiviert. Wenn wir gerade über Demotivation reden, mein Kanal. Ich lade momentan ein bisschen weniger hoch. Das tut mir leid. Auch habe ich technisch Probleme mit Aufnahmen, sehr viel. Ich streame dafür gerade sehr viel, so ein langweiliges Spiel namens Avorium, was mir sehr viel Spaß macht. Und wir haben ein Match. Nice. Immerhin ein Vierer-Team und einer davon ist Diva, die hatten wir heute schon. Also ein Diva im Diva-Clan. Ah, da ist noch mehr Interessantes im Gegner-Team. Asiatisch sehe ich. Ich respektiere die Japaner, die sind hart, sage ich mal, im Game. MMR-technisch sind sie uns leicht überlegen, aber das geht wohl noch, denke ich. Lass uns jetzt konzentrieren. Ich kenne 4 von den Gegnern und die sind alle gut. Also, bitte alles. Nicht 2 auf Nähe. Ja, Let's Play-Mode ist quasi offen. Wir sind im Competitive-Mode. Ich werde jetzt nicht alles voll labern. Genießt einfach unseren Skill. Oder deren. Ich habe ein Problem. Ich komme. Wie stark ist das Problem? Zu stark. Fuck. Ich hol ihn gleich wieder zurück. Ich wurde geampelt. Das ist wirklich ein Problem. Tesla haben wir hier. Oh. Ach, der war bei Toast. Genau. Oh Gott, oh Gott. Wurde übelst erwischt, zieh mich zurück. Irgendjemand sollte da draufbleiben, ne? Wir sollten aber unseren Turm jetzt wieder haben. Das wäre Step 1. Und irgendjemand sollte diesen komischen Copter da fokussen, der mir auf den Sack geht. Ja, wir haben unten mit Schrotflinten zu tun, das heißt, wir können ja nichts machen als den. Ja, das heißt, wir hatten wieder übelst erwischt von hinten. Immerhin das MP nicht. Ah, ich bin gestorben. Verdammt. Ja, wenn ihr mich aber nicht defft, jetzt geht mal einer rein. Okay, wir haben verloren. Ja, Moment. Aggressiv, versichtlich wie immer. Ja, ne, den Punkt haben wir verloren, weißt du, das ist das Problem. Da ist keiner mehr drauf gewesen. War schlecht. Ich wurde leider einfach zerrieben, aber die Tesla hat's doch, was macht mein Hover hier? Ich gehe näher. Hoffe, ihn aushalten zu können. Geschafft. Mir bleibt unser. Smile bleibt bitte auf dem Punkt. Ich brauche Hilfe bei mir jetzt. Kommt noch ein zweiter leider. Sehr ungünstig. Ich kann nur aufhalten. Ich bin tot. The enemy
Komm, Mädel. Ah, ich hab Mittel verlieren. Ja, Tesla ist wirklich effizient. Muss ich echt sagen. Bin schockiert, dass die Tesla gerade ein Game Changer ist. Ich pushe mal ein bisschen. Geh weg, Joe. Scheiße. Ich glaube, dadurch, dass Blink schwächer geworden ist, ist Tesla jetzt auch wieder stärker. Na, ja, wobei Tesla eigentlich nicht stark ist im Competitive-Bereich. Deswegen bin ich ja verwundert, dass die gerade uns so Probleme macht. Ich fand zumindest mir, hat sie sehr eingeheizt. Hab's mir weggewünscht. Der Kopter nervt. Ich muss mich zurückziehen. Den Punkt in der Mitte holen? Bei dem Kryptonit? Der Protonit? Nein. Nein, auf keinen Fall. Okay. Joker, da ist ein Kopter über mir, der will mich haben. Ein Tesla kommt zu dir. Hätte mich da eher verstecken sollen. Da kommt ein Schrotmittel. Sind zu vier. Die bekommen den mittleren wahrscheinlich auch. Ja. Oh je. Ja, die Runde Mama. Ist raus, du. Das ist zu wenig Damage, die Welt einfach gemetzelt. Haben wir gerade den Dings Scorpion angeguckt. Captain, nicht Steffen. Captain. Ich bin dabei. Ich hab ja, aber hier andere zwei sind hier gerade am Treffen. Smiley, ich komm zu dir. Halte durch. Tesla. Nein, mein Fehler. Jetzt überlebt der Tesla das, oder? Ja. Verflucht. Muss ich zurückziehen. Der Tesla kam wieder. Rex, ganz gleich zurück. Seh's. Hinter uns kommt gleich ein SMG. Oder wo ist der? Die Schengen kommt. Nia. Ja. Ja, hier ist keiner. Nee. Dann verlieren wir den jetzt. Soll ich da hingehen, wenn ich respawne? Smile ist gerade schon. Na, oder? Nee, sieht nicht gut aus. Nee, geh mittel. Okay. Wir dürfen Mittel jetzt endlich nicht verlieren. Was wir ja nicht gemacht haben, ist irgendwelche eine Bot-Komposition zusammengestellt.
Ich denke, was wir brauchen, ist irgendeine Art Schredder, Shotgun, sowas. Haben wir gerade gar nicht. Sollte auch nicht notwendig sein, eigentlich. Kannst du alle nutzen, sonst machen uns immer Probleme, finde ich. Solche Art Bots. Joker, pass auf, hinter dir ist Tesla. Da ist ein Copter direkt vor unserer Base, der mich schießt die ganze Zeit schon. Ja. Also, wie kriege ich nicht erledigt, ehrlich gesagt? Irgendwie, obwohl mich der Copter die ganze Zeit unter Beschuss hält, habe ich den maximalen Damage. Aber der ist echt. Shotgun und Shotgun böse. Ja. Joker Schild. Ich muss mich erst wieder aufheilen, dann komme ich wieder. Mal rein. Ja. Da kommt ein Tesla auf uns zu, Mitte. Schrofflint ist auch noch da, ich muss mich da zurückziehen. Keine Waffen mehr groß. Und weil der Kopf da. Wo? Da nehmen wir erst. Ach, wie er mich immer kriegt, dieser Genie-Boss, bevor ich abhauen kann. Ja, das ist der, der gute Shotguns baut. Aber ich habe ihn auch schon ein paar Mal gekillt. Guck, und nochmal gekillt. Ja. Ich bin die Tesla. Ich kann sie nicht mehr sehen. Die Tesla holt mich gerade. Ich kümmere mich um die Tesla, meine ich ja. So war der Plan. Soll ich pushen? Ja. Wir brauchen den Core, ja. Ne? Core holen. Nein, Core nicht holen. Geht's anders pushen. Überhaupt? Ja, indem wir alle Türme holen, aber das auf den Ding auf den Chor zu gehen braucht viel zu viel Zeit. Holen und wenn wir jetzt. Ne, kriegen wir nicht fahren. Verdammt. Ah, keine Schnitte. Hier kommt wieder der SMG-Tank, also der Hover. Komm mal mit. Weil der. Ah, das wird eine Katastrophe hier mit. Nia, das kann ich nicht halten. Ja, ich bin ja auch tot, der Copter hat mich gekillt. Der schießt ja schon ganz einfach. Dann bekommen die jetzt beide. Ja, es ist Ehrung. Ja, es ist der Damage, also der G. Ja, das sieht man auch sehr gut im Scoreboard. Mhm. Es ist halt die Tesla, es ist die Shotgun, es ist die Shane. Die drei. Der kriegt dich nicht, Joker. Hat er gedacht. Wie er sich opfert, nur meine Zeit zu verschwenden. GG. Ja, das würde jeder machen. Ja, hat er richtig schön gemacht. Und Wotzi, wie lange sind wir schon unterwegs in der Aufnahme? Dürfen wir noch? Ich glaube, wir haben eigentlich. Wie lange ist so ein Spiel? Ich achte da gerade gar nicht drauf. Steht doch ein Timer in einem Spiel. Ja, aber es zählt runter. Es war gerade 3 Minuten. Aber wo startet das? Ja, bei 20? 15. Bei 15. Soweit ich weiß, ist 15. Außerdem was geändert. Mal sehen, wie viel NMRs Minus gibt. Das langsame Aufheben nervt. Ja, mach doch. Ah, minus 19 bei mir.
glaube ich, für den Tag bis jetzt immer noch im Plus. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich denke, mein Hover hier ist einfach momentan nicht ideal. Er ist nicht klotzig blockig genug. Er ist ein bisschen zu lang gezogen. Und da könnte man idealere Tanks bauen, weil das ist das, was ein SMG-Hover momentan am besten macht, ne? Viel HP haben und SMGs Schaden machen. Und der hier wollte eigentlich ursprünglich mal alles sein. Als es noch ging. Ich glaube, der wurde damals noch gebaut, da gab es ja diese Energiemechanik auch gar nicht. Das waren noch alles andere Zeiten. Also für den Competitive-Kampf muss ich mir wahrscheinlich dann doch was anderes besorgen. So ein Klotz-Hover, wie man sie auf Gegenseite gesehen hat, aber auf jeden Fall mit einem Disk-Sheet-Modul. Das hat mir sehr gefallen. Und dann wahrscheinlich 2K. Die Walker sind eigentlich auch tot, oder? Alles also, ist tot, außer Hover. Du kannst am Boden nur noch Hover spielen. Machen wir noch eins? Die Entwicklung. Ja, aber nicht in der Aufnahme, denke ich. Dann wird das hier halt ein bisschen kürzere Folge, weil ein gesamtes Spiel, das könnte mir auch zu lange dauern. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und vielleicht beim Turnier, wenn ihr euch anmeldet. Bis Freitag habt ihr Zeit. Link ist in der Description. Und bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Ciao.